Thomas Seidel wird zum ersten Mal Vater, Ich liebe Baby steht kurz vor der Geburt. Helene Fischer und Thomas Seidel müssen zum ersten Mal sehr glückliche Eltern gewesen sein. Ihre Liebe kam nach 3 Jahren zum Tragen und als Ergebnis wurde ein Baby geboren. Helene und Thomas wollen sich gut um ihr erstes Baby kümmern. Doch für Thomas Seidel ist es jetzt wichtig, sich auf den Heiratsantrag bei Helene Fischer vorzubereiten. Thomas musste Helene offiziell heiraten, obwohl sie seit 3 Jahren zusammenlebten. Jede Frau träumt davon, dass ihr Hochzeitstag der glücklichste Tag in ihrem Leben ist. Auch Helene wartet auf den Ring von Thomas Seidel. Vor knapp 11 Jahren ereignete sich der tragische Unfall von Samuel Koch bei Wetten, dass dieses schlimme Ereignis schockte nicht nur ganz Fernsehdeutschland. Auch Helene Fischers Freund, Thomas Seidel, sprach damals offen über dieses Drama. Am 6. November ist es endlich soweit. Wetten, das feiert sein Comeback. Die Kultshow kehrt nach 7 Jahren Pause wieder zurück. Laut Bild wird auch Helene Fischer in Nürnberg mit dabei sein. Gut möglich, dass die schwangere Schlagerqueen einen Song aus ihrem neuen Album Rausch performen wird. Auch für Thomas Gottschalk wird die Show besonders sein. Bis 2011 moderierte er die Wetten, das und sorgte für außergewöhnliche TV-Momente. Unvergessen bleibt leider auch ein Ereignis, das tragisch endete. Am 4. Dezember 2010 trat Samuel Koch als Wettkandidat an und verunglückte dabei schwer. Mit Hilfe von Sprungfedern sollte der Dönner über 5 Autos springen, die ihm entgegenfuhren. Beim 4. PKW, der von seinem Vater gefahren wurde, stürzte Koch und verletzte sich. Er sitzt seit seinem Unfall im Rollstuhl. Auch Thomas Seidel, Freund von Helene Fischer, hat das Drama mitverfolgt. Im Rahmen eines Interviews mit der Lokalzeitung Offenbach Post sprach der Leistungsturner 2011 über Kochs Unfall. Auch Seidel soll bereits Erfahrungen mit Sprungfedern gehabt haben, die Samuel Koch bei seinem Unfall trug. Das hätte ebenso ich selbst sein können. Ich turne ja auch, liebe die Sprungfedern und möchte ins Fernsehen. Ich denke, dass die Wette mit kleinen Autos gut hätte gelingen können, aber meiner Erfahrung nach waren die Wagen einfach zu groß, meinte Seidel, der im Gespräch auch über seine erfolgreiche Karriere als Dönner sprach. Was halten Sie von Thomas Seidel wird zum ersten Mal Vater, Vorbereitung auf einen Heiratsantrag bei Helene Fischer? Kommentieren Sie unten und vergessen Sie nicht, Helene Fischer zu liken und zu abonnieren. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten von Prominenten zu verfolgen. Vielen Dank.